Leute und herzlich willkommen, als Hai war nicht mehr drin und herzlich willkommen zum neuen Part Let's Play Together Dungeon Defenders. Irgendwie echt schade, ne? So ein ganz stumpfes. Wir haben schon mal ein bisschen was umgestellt, ihr seht es hier rechts unten auf der Karte, da steht ein Harpungeschütz, weil die Lufteinheiten einfach bei Frozy manchmal durchbrechen. Chili, bei dir ist ein Ogre, bei dir blinkt ein Ogre, der hat nicht Full Life. Oh mein Gott! Oh, meine Fuck. Babys. Schlecht, Chili, das ist unprofessionell. Unprofessionell! Und er lästert über mich von meinen Sprachfails, was natürlich wieder gutes Deutsch war, ne? Von gestern? Ja, Alter, hast du die Sprachfails nicht mitbekommen? Masa. Ich hab's ja heute mitbekommen. Ich hab noch Mana für dich, Masa, und so weiter. Masan. Nasan Eggis, ey, Alter. Nasan Eggis. Wie wär's, was du machst? Ja, sollte ich eigentlich hinbekommen, ne? Ja, das einzige ist noch Frozy. Den sollten wir eigentlich auch noch auf 3 Sterne bekommen. Was, wir machen Frozy auf 3 Sterne machen? Wird schwierig. Frozy got a level up. Lol, wer hat mir das jetzt auf 3 Sterne gemacht? Ico. Ja, da muss ich ja jetzt zu Frozy laufen und auf 3 Sterne upgraden. Ich komm da nie vorbei, ihr schönen ekligen Ogre. Oh Gott. Lol. Was war das? Ich da mal laufen muss. Keine Ahnung, aber irgendwie haben wir Chili Magier ein bisschen low HP. Ich seh's grad. Dash hier. Was zur Hölle? Ich versteh's auch nicht, was da gerade durchgekommen ist. Buggy Map ist buggy, sag ich nur. Denke ich mir auch grad. Ja, aber sonst ist das langweilig, dann ist ja keine Spannung da. Das ist mir schon fast ein bisschen zu viel Spannung und so. Denke ich auch grad. So. Weil ich hab langsam keinen Bock mehr auf dieses Level. Ich verpiss mich jetzt, ne? Nee, das ist öde. Wo bist du dich hin? Zu mir. Boah! Ihr Drecksspinnen! Guck mich nicht an. Also, die letzten 2 Einheiten solltet ihr eigentlich noch auf 3 Sterne bekommen. Weil ich brauche jetzt auch noch Mana, weil dann mache ich einfach meine Aura an, wenn der Boss kommt. Und dann macht das Aura bei dem Boss. Kommt da Flugeinheiten durch? Eine ist durchgekommen. Oh. Die dürfte weggesniped werden, hoffe ich. Okay, ist weg. Nein, noch. Ja, bei mir sind es jetzt die... Ihr dreckigen Opfer. Schießt auf die Flugeinheiten. Meine Fresse. Ey, nur dass ich das drücke. Fresse? Ich hoffe jetzt ernsthaft, das hält. Dann können wir mit den... Dann können wir endlich weitermachen. So. Ich glaube, ich habe das Harpungeschütz ein bisschen zu weit hinten hingestellt. The boss approach. Das Tomato. Wenn nicht, ach so, das bricht jetzt sowieso bei mir durch. Die Banken sind jetzt irgendwie durch die Schilder. Ihr seht schon. Oh Gott, so wie oft haben wir das schon gesehen? Ich hab's schon eigentlich auch gerade gedacht, weil gestern haben die sich so perfekt die 3 Ogre um diesen Boss gestellt. War bei mir so, als wo es bei dir durchgekommen ist, durch die Flugeinheit. Du bist rumgebackt vor der Mauer. Ich dachte, die kommen auch durch, ey. Oh, Holiday Guardians. Bitch, please. And Hawk's Doors activate. And. Lol. Und ich treffe den Boss einfach mal nicht. Ich wusste es. Was?
Ich treffe den Boss aber mal nicht, obwohl ich meine Orks drauf richten. Okay, das ist bitter natürlich. Chili, geh hoch zu den anderen Boss. Anna ist tot. Oh, jetzt bewegt er sich sogar. Aber das ist gut, denn jetzt kommen nicht so viele. Und mein Boss bekommt auch übelst auf die Fresse. Alter, ohne Witz, das ist perfekt bei mir. Der Boss hat sich so hingestellt, dass meine drei Ogre perfekt komm, halte. Umzingeln und es kommt trotzdem keiner durch. Halte! Und stirb endlich! Das ist doch 40k Schaden. Warte, sind bei dir alle weg? Komm, geh sterben. Alter, wir haben da ist noch einer. Komm, Kuku, halt die Fresse und kack ab. Wer fährt denn noch? 80. So. Ach komm. Und ich bin in den Tod gesprungen. Weil ich's kann. Wo ist Mage Minion? Ach, bei Chili ist Ecker. Ich hoffe, das hält jetzt. Ich wollte eigentlich. Ja, Chili, nimm du den. Der hat den nicht mehr viel live. Ja, bei mir hält's, bei mir hält's, bei mir hält's. Ich. Gib mal einer Chilis Ecke da, da bricht's uns, glaube ich, gleich durch irgendwie. Der letzte ist bei Frozy. Ja, ich bin. Ach man. Ich hier durch. Oh. Komm. Chili. Danke. Danke. Gott sei Dank. Oh. What the fucking hell? Göttliche Santa Hat wurde zu deiner alten Box hinzugefügt. Ey, ohne Mist, wisst, Alter. Wir haben mit dem scheiß OP-Zeug immer noch Probleme. Bei Chilis Ecke da, ne, da ist ja erstmal der Magier zerstört. Wenn ich da nicht hingerannt bin, dann wär's da durchgebrochen. Lol, ich hab ein kleines Stück Kohle. Was? Was du dich artig, Chili? Hab ich gedacht, lol, ich auch. Ein kleines Stück Kohle, ey. Ah ja. What the f... Was bringt das Teil? Alter, Party Hard, den. Christmas Hat in the House. Yeah. Meine ist schöner, meine ist schwarz. Grün, ja. Grün ist scheiße, du bist scheiße. Was? Buan! Was hat Masu bekommen? Masu hat eine Mütze auf eine Mütze. Masu ist voll der Cheetor. Echt mal. Alter. Ich hab eine Mütze auf eine Santa-Mütze. WTF. Dieses kleine Gesicht dazu. Oh, ich wollte ja wieder meine Feder anlegen. So. Alter. Ja, jetzt machen wir noch ein Level, ne? Weil wir's können. Ich sortiere den ganzen Stuff jetzt nochmal ein. Das kommt zu Stuff, das zu Pet, das zu Waffe. Oh. Waffe Frage. Waffe, OP-Zeug Waffe, wieder aus? Nö, kein Bock. Armor. Das ist ein Accessoire. So. Habt alle wieder euer gutes Zeug an. Hey, wieder? Ja, wir haben ja mit dem Dings rumgetrollt. Seid alle fertig, dann gehe ich zurück zum Gasthof. Warte. Heißt der auf den Scheiß. Warte einen Moment. Da liegt ein Stück Kohle auf dem Boden. Ach ja, das ist noch mein Stück Kohle. Wow. Alter, das hat auch nicht. Alter, das ist mehr wert als meins. Ja, vorhin kannst du ja nicht mal anziehen. Was bringt dir den Scheißteil? Also bei mir hat es gerade irgendwas angezeigt von wegen. Ah ne, dem Held geben. Nee, ja, kann nicht. Ich jetzt. Ich gehe einfach zurück zum Gasthof. 3, 2, 1, auf Wiedersehen. Alter! Interessiert mich nicht. Ja, Homo fürs die Unterwelt, ne und? Das Spoiler. So, jetzt kommt Quest of the. Ja, mit Mystery Forest kommt jetzt. Oh, jetzt geht's endlich mit der Kristallscheiße los. Die letzten Maps brechen. Richtig, also das richtige LP wäre hier beendet. Jetzt kommt halt das DLC, weil wir cool sind. Und. Bam. Okay.
Oh, endlich diese scheiß verbackten Maps da wegbekommen. Toll. Ich hätte erst das hier hinten dran einen Flammenwerfer legt. Wo liegt ein Flammenwerfer? Da. Ach da, lol. Voll der dicke Teil, ey. Also dann, Masu, was machst du? Bullshit. Hey, ich habe ein neues Ding. Winter Wonderland. Weißt du, das haben sie wieder gepatcht, dass das da oben steht. Aber man kann durch ihn komplett überall durch den Tisch gehen. Ja. Also, Masu ist nicht mehr beim Wirt. Los. Ach so, hast du die Aufnahme jetzt gar nicht unterbrochen? Alter, das waren 10 Minuten. Ja. Und jetzt? Oh! Wir müssen nochmal zurück, die Stimme ist viel zu leise. Ich hab überhaupt nichts gehört. Genauso. Ja und, die sollen ja was haben. Nicht. Na, was hören, ne? Ja, dann lies vor. Wieso? Ja, du bist der Aufnehmer. Und? Oder wir lesen es einfach in einer Reihe vor. Jeder liest ein. Ja. Boah, das ist jetzt viel zu laut. Das weiß ich zwar jetzt, aber wir starten jetzt einfach kurz die Mission. With the evil hordes defeated and the old ones safely imprisoned within the Eternia crystals, Etheria's four new champions, the Squire, the Huntress, Apprentice and Monk, enjoy a well-earned respite. Etheria's citizens, overjoyed, celebrate our heroes' achievements. A time of peace and prosperity spreads, and our heroes patiently await the return of their legendary parents. But peace cannot last forever. A mysterious figure appears, warning the heroes of an unforeseen threat. A tale of a long-lost Eternia crystal, one that was shattered into four shards and scattered across the land. Evil, long-forgotten beasts consume the dark energy that spews forth from the shards, quietly growing in strength in regions most men have all but forgotten. Once they reach full capacity, these minions of evil will attempt to crush our heroes and bring the kingdom of Etheria to the brink of destruction. But if the shards were to be recombined, this tide of darkness would be destroyed once and for all. Having absorbed the mysterious figure's wisdom, our four heroes ready themselves for adventure. They vow to recover the lost shards, restore the Eternia crystal, and banish the evil from these distant lands. Our heroes soon arrive at the outskirts of Etheria, a legendary forest named Mistymire, said to be home to the ancient fairies. But with the onset of this new terror, what dark secrets lie buried underneath its dense fog-covered branches? Oh yeah! Mistymire Forest. Misty. So, jetzt erstmal. Warte kurz, bevor er was sagt. Ich muss jetzt erstmal. Meine Kiste! Test. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder alles leiser stellen. Ich muss auch erstmal leiser. Ich hab bei meinem Headset erstmal lauter gestellt, damit ich auch was höre. Boah, aber die Map ist geil. Alter, hier gibt's irgendwelche Bauern, die geben dem Mana. Was? Ja. Stromita. Wo war der? Da oben. Wenn er da jetzt weitergeht. Ich will hier hin. Stimmt. Das ist ein Shroomite. Ja, wenn dann schon. Ja, den hier. Ja, wo denn? Du musst einfach gucken. Da und ist einer. Shroomite. Kischi. Da gibt's bestimmt auch wieder welche. Da ist ein großer Schmetterling, der gibt nichts. Schade, da kann man nicht durchbacken. Jo. War geil gemacht wieder die Map, ey. Ja, die sieht nicht schlecht aus. Und allgemein, ey, die Hersteller, die haben sich echt Mühe gegeben, muss man sagen. Ich geh hier runter, da kein Problem. Lol, da ist Günther, da ist Günther. Was? Günther? Da? Wo? Der Pinguin Günther? Da in der Höhle, da ist Günther, oder war das Olaf? Da chillt. War das
War das Speed oder Olaf? Weiß gar nicht. Alive, keine Ahnung. Es war Grolaf. Ich glaube Olaf war's, ich weiß aber nicht mehr. Hi. Aber er ist aus dem Knast entkommen, Leute. Er ist He's aus dem alive. Knast entkommen. The cake is alive. Ja, Mann. War ein falsches Spiel. Ja, jeder ein Eingang, würde ich sagen. Ja. Lol. Hey, hier ist er nochmal. Leute, ich glaube, hier ist Yorick begraben. Hier. Ja, hier, weißt du. Ja, Pat, du bist doch genau neben mir. Ja. Also, hier ist Yorick begraben, bestimmt, oder? Oh, wegen der Schaufel. Stimmt. Der ist gefallen. Yorick, knock knock. Oben. Frosi, stell die doch... Ah, wir wissen nicht, wo Flugeinheiten kommen, ne? Das wird bestimmt auch sein. Ah, ne, ja, hier ist Yorick. Ja, ist so eine Runde, eh keiner. Ja, okay, oh, doch, nee, hier ist Yorick. Ich glaub, bei hier. Mir brauchst du keine hinstellen. Hier, ganz klar, also Masu, das ist klar, guck dir das an. Das muss Yoricks Grab sein. Du springst einfach mal auf den Grabstein rum. Kein Respekt vor den Toten hat der Junge. Da hab ich nicht. So, Chili. Ja, wie war das? Ich möchte tote Menschen sehen. Ich würde sagen, bei den Kristallen, wenn wir wissen, von wo die Flugeinheiten kommen. Frosi? Also, wenn was bei mir kommt, dann würde ich schätzen, dann kommen wir aus dieser Richtung. Leute, hier ist nochmal ein Olaf. Frosi? Kannst du deine Flugeinheiten hier vorziehen? Warum da vorne? Weil wir die Eingänge blockieren. Wir müssen gucken, ob bei in der nächsten Runde Flugeinheiten kommen. Dann lässt du einfach Bogenschützen da und wir gucken, wo die kommen. Dann stelle ich in die entsprechenden Richtungen Harpungeschütze. Und Masu, du darfst ruhig was bauen, ne? Leute, hier ist noch ein Olaf. Hier ist noch ein Olaf. Wer ist jetzt der Richtige? So schickst du die wieder zurück. Ach so. Masu? Wieso wieso darfst du nicht... Olaf! Olaf! Ach so, du stellst hier deine Tower hin. Ah, okay. Ja, wenn da irgendwo Flugeinheiten kommen, baue ich halt meine Tower, baue ich halt andere Tower ein Stück zurück, aber das ist nicht das Problem. Chili? Hast du Mana? Gib mir mal. Gib's 300. Gib mir mal das Mana. Und du darfst hier, ne? Hier. Hier. Wo soll ich dir die Blockaden hinstellen? Ich würde sagen, hier an die Wurzeln, oder? Zwei Stück. Gott, Gott, ich schau. Hier eine. Ja. Und da eine. Ja. Weil von hier kommt ja nichts. Also die werden nicht runterkommen, die werden. Ja, du hast da eigentlich eine schöne große Stelle zum Schnitzeln. Groß? Ja, wobei, mach mal einfach mal G. Ne? Wenn das so große Stelle ist, dann... Aber ich weiß nicht, kommt es nur mir so vor oder... Oder? Scheint die Map weitaus leichter zu sein. Guckt euch allein mal die Einheiten in der ersten Runde an. Kann möglich sein. Ich weiß nicht, was hier noch kommt. Ich finde es halt auch schön, dass die Eingänge hier... Ja. Gut zu deffen sind jeden Eingang, das finde ich schön. So, jetzt bis. Ich würde nämlich 100% sagen, da kommen noch Scharken. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo Flugeinheiten kommen. Oh, gespannt, wo die herkommen. 8 Stück. Frosi, kannst du zu jedem Kristall einen Bogenschützen hinstellen? 8 sollte eigentlich reichen, dann kannst du auch die Kisten haben. Denn ich habe nicht so viel. Ey, ich habe 1260 Mana. Ja, schon genug Mana. So, also bei mir ist gedefft, mal so, das kannst du haben. Okay. Ja, ich meine, guck dir mal eine Def an.
Ja, ich kann von mir aus noch einen hinstellen, wenn du nichts mehr brauchst. Oder lass das mal so, weil dann ich muss ja auch die Kristalle eventuell deffen. Da gehen auch noch mal ein paar Einheiten. Aber stell dir seine Aber ganz ehrlich, Leute, ich werde mein anderes Zeug anziehen. Weil ich habe irgendwie so mehr das Gefühl, dass wir in dem Sinne, dass wir diese Level vorher hätten machen müssen. Die kamen ja auch schon früher raus, ne? Aber wobei der Akatiti. Ja, lass mal. Bin ich der Meinung, weil ganz ehrlich, die Viecher, die hatten keine 2K Life. Wo haben wir's? Dann machen wir mal go. Helm of Doom. Ah, wo ist mein ganzes Zeug? Immerhin habe ich die Weihnachts. Oha. Muss ich erstmal finden. Weihnachtsmütze habe ich mir aufgehoben. Alter! Wenn man den Shroomite ja anspricht, der furzt! Ah, was fehlt mir jetzt? Der springt hoch! Das fehlt mir noch. Oh, welche Pets hatte ich denn vorher? Egal, die Pets kannst du ja lassen. Da. Das lasse ich hier. Hier, das andere Zeug an. Den hier? Ja, wir ziehen das andere Zeug an. Ich lasse aber, also wir haben. Ja, so passt das jetzt wieder. Wobei. Gucken wir einfach mal. Wenn wir wieder failen, sollten wir bei einer Runde einmal failen, kommt wieder das alte Zeug. Also, ne, das alte, neue. Wieso blinken deine ganzen Dinger? Ach dir. Ja, warum wohl? Frag mich nicht warum. Komplette Map blinkt. Außer bei The Darkane. Müsste ja klar selber vorher mehr haben. Ja, das war nur, weil die Einheiten mehr Life hatten, als sie eigentlich haben dürfen. Hey, der vorher mehr Life hatte. So, gucken wir mal. Spinnen, eine kommt von unten. Die kommen nur von unten. Ja, ich hab's gesehen. Oh ja, also das ist auf jeden Fall eine Map, die wir schon viel früher hätten machen müssen. Ogre 300k. Was? Ja. Was? Oh Mann, bist du viel zu... Ich hab... Lol. Was? Lol. Woher kommen diese Spinnen? Spinnen kommen von überall. Komm, lass einfach auf G drücken. Jetzt gerade echt am überlegen, ob ich einfach irgendwelche Waffen... Wo kamen die mal so? Von da? Da. Ja, weil vor den Flugeinheiten habe ich noch Respekt. Das ist das Einzige, vor dem ich noch Respekt habe. Ja, die Maske und den Armschutz tue ich auch in die Box, ey. Ich lasse das an, mein Schild. Aber ich glaube, den Armschutz... Ja, Schild schon, aber ich habe zumindest Maske und Dingens raus, weil... Ich bin irgendwo Gitter, der ganze Spielspaß verloren. Was brauche ich noch? Die hier hatte ich. So, ich habe auch wieder das alte Zeug, bis halt auf mein Schild. Ja. Sag's mal so eine Sache, okay, ich habe jetzt halt nichts mehr von dem alten Zeug, ich habe jetzt das Zeug. Ja, es geht. Boah, nur bei kann Waffen. Ich hier irgendwo töten, Alter. Beim Kristall-Event? Wieso töten? Ja, Flugbad. Deswegen muss ich mich wohl töten. Keine Ahnung. Ist nicht mehr verkraftet zu leben. Du bist es einfach nicht wert. Oh, Emo-Frosi. Frosi goes Emo. Ja, ne? Der muss auch so sein. Hat seine Vorteile und Nachteile. Nenn mir mal Vorteil. Du bist alleine. Sind wir jetzt auch? Muss Emo sein, musst du nur Gamer sein. Also. Ja. Gamer hast du deine Gamer-Kollegen. Wir sind nicht alleine. Scheiße. Ja. Wir haben ja un. Schwul.
Schwul. Klingt schwul, ist aber irgendwo richtig. Ivi ist definitiv schwul. Okay, also irgendwie muss ich meine Offensive hier mal ein bisschen weiter vorstellen. Ich verstehe eh nicht, wieso du die so weit hinten hingestellt hast. Wir dachten alle, das ist ein bisschen schwieriger. Deswegen sag ich einfach nur, wenn man das geht, drücken spam. Das ist nicht euer Ernst, ne? Alter, ich hab irgendwie was so Spektakuläres erwartet, so von wegen, wir verkacken aufs Übelste. Itembox wurde was hinzugefügt. Echt? Ja, ja, wohl wegen dem Mushroom-Viechern. Ach so, ja, kann möglich sein. Oh, ich glaube, mal hab ich eventuell noch eine andere Waffe. Nicht weiter vor, wieder da ganz hoch. Okay. Alter. Kuchunig. Alter, das dauert viel zu lang. Ohne Witz. Ist das mal. Alter, die Kriege sind nicht mal rot, die sind orange, die sind so, wie wenn sie auf Mittel spawnen. Ist das mein Problem? Alter! Was? Guckt euch die Kriege an. Das Bild von denen, die sind gelb. Das ist so, wie wenn sie auf Mittel spawnen würden. Ja, dann spielen wir es auf Insane. Nee, da verkacken wir. Da habe ich keine Lust zu. Ja, also. Ist ja gut, wenn wir jetzt mal nicht immer verkacken, ne? Wenn wir jetzt dann einfach pro Part ein Level machen. Irgendwo, wie gesagt, geht da der Spielspaß. Ach, ist ja wurscht. Scheiß drauf. Scheiß auf den Spielspaß. Kann man auf dem offenen Server sowieso nicht. Richtig, da müsstest du. Weil du in den Shop gehst und dann siehst du nur gecheatete Scheiße. Das stimmt. Umgehen kann man es doch, indem man sich einfach auf die Schopfen reinlässt. Hat ja, die LP direkt am Anfang auf dem Ranked-Server machen müssen. Ja. Das haben wir ja vorher nicht gemacht. Richtig. Ja, stimmt. Masu, was machst du da? Masu, kracht man nicht auf. Nur weil du nichts zum Schnitzeln hast, musst du nicht zu uns kommen. Sondern oben, aber niemanden. Wir wollen einfach nur mal Bumm machen. Okay, dann mache ich auch einfach nur mal Hawkstone. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich gezogen habe. Auf jeden Fall ist er tot. Wer hätte es gedacht? Ich habe dir vertrieben, dass du tot bist, Junge. Hallo Günther. Günther goes crazy. Weißt du, wir alle defen so nah bei am Tower. Und was macht Frozy? Roku. Welchem Tower? Am Eingang. Bist du? Oh, das Mana Stealing, was nicht funzt. Will doch eh bei dir upgraden. Ja, aber ich kann auch eins auf Stern upgraden. Ready ja gar nichts. Ah, jetzt hat er es hochgestellt. Brody, mach Game. Ja, sonst flamest du ja hier nur. Ja, muss halt, ne? Ist so. Hast du noch gar nichts abgegradet, Frozy? Was? Nein. Werde ich auch nicht so tun. Damit es einbricht. Und wir auf Insane spielen können. Doch, geh. Danke. Alter, Frozy! Ernsthaft! Wenn das die dritte Runde hier noch geht, kriegt man. Ernsthaft? Kühn, er redet immer von. Alter, jetzt habe ich die zwei da verkauft, weil die abgewählt sind. Er redet vom künstlichen die Länge ziehen, ne? Ja. Ich weiß nicht, warum, dass ich es nicht mache. Du LPst nicht, also machst du es nicht, ne? Stimmt. Ich sag mal, so scheiße gelaufen, das hätten wir halt früher machen müssen, haben wir nicht gewusst. Ist halt nun mal so. Und waren die zwei Level, die wir jetzt die ganzen Level, die wir gemacht haben, die Level, die wir eigentlich als letztes hätten machen müssen. Sollen. Ich auch mal das Level.
Dann, das würde nämlich auch die, den Schwierigkeitsunterschied für erklären. Ja, ich habe auch schon geguckt. Ist schwer, drück Escape rechts oben. Eben, deswegen brauchst du ja nicht upgraden. Ich bin echt mal gespannt, ob hier ein Boss kommt. Oder was hier kommt. Der muss. Wenn Boss kommt, bin ich gespannt, wie viel HP der hat. Okay. Ich glaube, wir gucken den von Entfernung an und er stirbt. Ich sag so, wenn es jetzt wirklich so ist, dass das nächste Level auch auf schwer so einfach ist, dann spielen wir den restlichen auf Insane, aber dann mit unserem Equipment, das was wir vorher hatten. Aha. Nee, weil... Ich würde fast sagen, dass wir es erstmal so versuchen dann. Nachhinein können wir dann immer noch gucken, ob es zu sehr ist, dass es einfach im Schlaf gemacht wird oder... Ah, ja, mach ich ja. Chili ist nicht gay. Das not gay drücken. Iri ist nie. Das ist langweilig. Da vermisse ich irgendwie die Fails bei Winter Wonderland. Ja, weil die Map an sich ist irgendwie scheiße. Egal bei welchem Level. Und ich vermisse die Tschüss. Ach, Scheißviecher. Ja, ne? Also. Ah, da ist ein Bruder, jetzt will ich mal schauen, der hat mittlerweile 700k live. Ja. Ja. Alter. 720, um genau zu sein. Alter, dieses Level kannst du zum Solo-Farmen nehmen. Auf okay, du. Ey, diese Scheißspinnen. So, da könntest du mir dann vielleicht Abprallblockaden hinstellen. Ja. Weil immer muss ich mal kurz dahinter springen, um diese Scheißspinnen. Ja, das gehört halt dazu. Aber Chili, warum sollte ich was verkaufen? Stell du davor. Oh, das war... Direkt auf Stern. Direkt auf 3 Stern. Ja, meine ich ja. Oh, bei mir liegt eine Maske. Lol, das letzte sind Spinnen bei mir. Die ist sogar grün bei mir. Ich hab die Maske auch rausgezogen. Ja, dann ist jede Maske. Das ist aber ein Ding, ein Armband. So, ja, auch grün. Eins. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Oh, das Not geht drücken. Ja, das. Ja. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen lame. Und ich sage jetzt auch nicht, was sagt ihr dazu? Sollen wir da so weitermachen? Weil bis ich das hochgeladen habe, vergehen eh wieder etliche Wochen. Richtig. Jetzt können wir erstmal eine Pause machen. Ja, ne, jetzt machen wir erstmal wieder 5 Jahre DD-Pause und dann, wenn DD 10.000 neue Updates hat oder ja, den Stunden Defender 2 gibt. Genau, wenn DD 5.000 Updates hat, dann sagen wir wieder, wir nehmen heute auf und dann muss Chili erstmal wieder patchen. Ja. Dann habe ich aber wieder patchen. Hoffe ich. Dann schauen wir dann wieder auf 5 Jahre patchen. Chili? Dann sind wir. 2020. So. Oh, oh, Oga haben jetzt mittlerweile schon 800k live. Oh, der Dopenis. Alter, meine Oga brauchen nichts zu tun. Was soll ich denn da sagen? Du bist kein Alter, Oga. Meine Block, meine Harpungeschütze schießen so wie ein Aimbot. Wenn Einheiten rauskommen, schießen sie schon mal instinktiv vor der Wand. Bis die dann rumkommen. Kennst dich ja auch mit Aimbot, wa? Ja, ich habe auch schon. Ich habe schon oft genug gegen welche gespielt. Wir haben ja klar, das aber die Musik ist episch. Oh, da liegt was Grünes. Ich war mir schon wieder so leise. Wo liegt was Grünes? Da liegt was Grünes.
5 werden. Rosie auch. Ach, du hast ja wieder deinen Analstab jetzt. Nee, nee, du musst den Zellen. Und was? Hä? Such jetzt erstmal eine Stelle, wo du mich töten kannst. Das kotzt mich an. Wo sind die? LOL! Drecksspinnen! Ohne Witz! Weißt du, und deine zwei Bogis stehen dahinter und machen nichts. So, wer sagt zu mir, ich soll die vorne die Klaue stellen? Bosswelle. Es ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen, dass da Spinnen kommen. Kannst du dich irgendwo töten? Nein, kann ich nicht. Also ist die Map nicht Frozy geeignet. Ja, die ist scheiße. Die ist zu leicht, man kann nicht mal glitschen. Man kann sich nicht selbst töten, das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. 1052 Einheiten. Allein daran merkt man schon. Dass wir das früher machen hätten sollen. Ja, definitiv. Da muss man gleich gucken, was da für Level steht. Geeignete Level dafür die. Ach, steht da aber auch immer bei was dem dabei, hier nicht? Ja. Weil soll das so hardcore sein, dass man das gar nicht machen kann, eigentlich. Was? Ja. Keine Ahnung. Dann haben die Spieleentwickler aber was falsch gemacht. So nach dem Motto, ja, vor allem wenn nur... auch von diesen Part-Maps hier, ne? Das ist leichter, aber ist auch schwer als diese Bonus-Maps, die total verbuggt sind, ne? So irgendwas falsch gelaufen. Ja, ne, hier kriegen so wir mal wieder hin, dass überhaupt nichts kaputt geht. Alter, ganz ehrlich, ich stelle mich jetzt auf die Geschütze und eher und schreibe ein bisschen bis dahin. Was tust du nicht? Du bleibst jetzt da, bis wir fertig sind. Das ist mir scheißegal. Ich bin schon da, nur ich da. Alter, chillen jetzt. Ich kann der Boss nicht was tun machen. Oh. Den Boss, der nur dich macht. Alter, sollte dich. Den wollen wir selbst tun mit deinem Buch. Das ist mir scheißegal. Ja, okay, dann versuchen wir nächste Mal gleich, die nächste Map gleich auf Insane. Insane war eine Stufe, eine Stufe mehr, ne? Mehr. Nein, das. Ja, klar, warum nicht? Safe. Ich bin auch Hoppla. Lass mich raten, du hast dein ganzes Zeug ausgezogen? Nee, ich hab die falsche Oberteil angezogen. Ich kann mich wahrscheinlich vom iPad verstecken. Aber mach doch nicht. Boah, scheiß fucking Flugbacken. Fucking Flugbacken. Komm mal. Oh. Vor allem die Einheiten hier können mich ja nicht mal töten, ne? Weil ich ja mein Pad noch an hab, was mich hoch. Ach, Boss kommt. Der Boss erscheint. Oh nein! Ich hab Angst! Was ist das bloß für ein Teil? Wahrscheinlich so wie bei der anderen Map. Das ist der hier, ja, unten. Das hier soll ja ein Sumpf sein, also was Sumpfiges. Was das ist sumpfig? Der hier unten. 100 Pro. Da kommt wieder ein Evil Chicken. Was ist, ey, da ist kommt denn sumpfig, Alter? Da kommt gleich ein Yorick angerannt, ey. Nein, ich bring alle Gündes aus hier. Was? Drei Bosse gleichzeitig. Was ist sumpfig? Und... vielleicht ein Drache. Oh Gott. Okay. Alter, Fat Mama. Eine Mischung aus Urgott und Ursula. Oh, das ist Fat Mama. Okay. Oder 6 Fälle. Und? Da ist ein bisschen nicht mehr gut. Vorhin schon geschafft. Ja, ne? Alter, ist das. Wow, Spiderling Kleber. Das war jetzt echt frustrierend. Das stimmt. Und in Kleidung im Kriege. Ohne Zernan-Level waren frustrierend, weil wir es nicht geschafft haben. Und dieses war frustrierend. Da liegt Mana unter der fetten Plunze. Alter, hier steht noch einer bei mir. Hier. Nee, bei mir nicht. Mir steht hier einer und da hinten liegt er. Ich guck jetzt erstmal den Spinnenblagedöns an. Spider-Cleave. Oh Gott. Das ist bestimmt Level. Boah, das sieht aber geil aus. 20.
Schlägt aber übelst langsam zu. Ich bin dick. Naja. Lass den Gasthof gehen, vielleicht kommt noch eine Zwischensequenz, ne? Ja. Wollen wir gerade noch Map gucken? Nichts grün, okay. War das nicht immer falsch eigentlich? Hm? War das nicht eigentlich was? Immer falsch? Gasthof zu gehen? Ist ja egal, wir gehen jetzt. The Spider Queen and her kin fall to the might of Etheria's champions. The crystal shard slips from the queen's rotund belly and falls to the ground. With one crystal shard collected, the heroes look into the distance filled with hope, wonder, and intense anticipation for the adventures that await them as they search for the remaining pieces of the lost Eternia crystal. Gut, dass ich den Sound ein bisschen noch höher geschraubt habe. So, das war jetzt das erste, ne? Also. Jo, da ist er. Ich frag mich, wenn man wieder lief, ob der dann wieder da ist. Ja, wegen. Kopf. Hä? Echt mal, da ist der Kopf dort, ne? Naja, wenn wirklich, und das ist nicht so, dann spiele ich einfach die anderen kurz alleine, bevor wir aufnehmen und spiele auf leicht. Also nur damit wir dann alle hängen haben, alle Köpfe. Weil wegen, ne? Ja, ist so. Gut, ich würde sagen, das war's jetzt für die Aufnahme. Ciao. Jo. Ciao. Jo. Penis.